So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und der Pikachu-Chilla. Forschungstag, die begrenzte Forschung mit Pikachu-Chilla ist also vorbei. Das war gestern. Ich hoffe, ihr wart alle fleißig unterwegs und vor allem, ihr habt auch Aufgaben für eure Community Day Pokémon am Tag davor erledigt. Habt gestern schön Pikachu-Chilla Aufgaben erledigt. Das war ja wirklich genial, da gab es ja so viel zur Auswahl. Nicht nur, dass ihr eine Arena bekämpfen müsst oder dass ihr einen Raid machen müsst oder dass ihr eine effektive Ladeattacke machen müsst. Ihr musstet auch bestimmte Pokémon fangen, zum Beispiel Bidiza oder Nagelotz oder eben auch Radfratz oder Plusle, Minun. Lauter verschiedene Sachen, manche gingen wirklich ganz einfach. Ein Pokémon gefangen, die saßen eh überall rum, das ging wirklich fix. Dann gab es natürlich auch andere Sachen mit dreimal hintereinander großartig werfen oder fünf gute Curve-Bälle, lauter so Zeug. Ihr kennt das ja, wie das immer an solchen Tagen verläuft. Ganz interessant natürlich, wie ist eure Ausbeute, was habt ihr bekommen, wie viele Aufgaben habt ihr ungefähr gelöst, wie viele Feldforschungen habt ihr gehabt und was ist euer bestes Pikachu-Chilla, beziehungsweise wie viele Shinies habt ihr auch bekommen. Pupsi hat mir hier mal was geschickt. Wir waren nämlich in Coburg unterwegs und ihr Bestes war dann im Endeffekt ein 98er mit 370 Pikachu-Chilla, 98, wunderbar. Und dann hat sie noch ein, das kann man auch mal ein bisschen so drücken, auch mit 370, beides 370, ja. Das ist aber nur ein 96er, aber auf jeden Fall ein Shiny Pikachu-Chilla mit 96%, 15 Angriff und 2x14 auch am 2.2. in Coburg gefangen. Das also bei Pupsi, was bei mir so geht, wollen wir uns gleich mal angucken. Ich habe aber noch drei Aufgaben aufgehoben. Hier müssen noch drei Pikachu-Chilla drin sein. Die will ich jetzt noch einlösen. Da kriege ich auch gleich meinen ersten Stempel für heute. Vielleicht haben wir ja noch ein Gutes dabei. Vielleicht ist noch ein Shiny dabei. Das gucken wir uns jetzt mal an. 3. Februar, das ist schon mal kein Shiny. 359 ist jetzt nicht so krass. Nehmen wir trotzdem mal mit. Und komischerweise häufen sich die Berichte, normalerweise sollte Pikachu-Chilla ja auch währenddessen, also während des Events aus 5er Eiern kommen. Das war die einzigste Info, die man hatte. Jetzt häufen sich die Berichte aber, dass es sogar nach dem Event aus in der Wildnis spawnt. Und das ist ja wieder was ganz Besonderes, denn wozu also den Feldforschungstag, wozu die Eier, wozu der ganze Stress, wenn man es jetzt nach dem Feldforschungstag eh wild fangen kann. Aber nicht nur Pikachu-Chilla, sondern auch Alola Sandan wurde jetzt wild gesichtet. Das News, die habe ich noch nirgendwo gelesen, ganz offiziell, ist aber Fakt. Glaubt mir da mal, Pikachu-Chilla ist wild aufgetaucht nach dem Event und Alola Sandan momentan auch wild aufgetaucht. Man weiß nicht, ob sich das wieder um einen Bug handelt, ob das dann behoben wird. Aber vielleicht habt ihr ja ein wildes Pikachu-Chilla gesichtet, dann schreibt es natürlich mal in die Kommentare. Jetzt haben wir hier die drei mitgenommen, leider kein Shiny dabei. Vorhin sind auch noch zwei Eier aufgegangen, die waren auch noch aus Coburg. Genau in den zwei Fünfern, die aufgegangen sind, waren auch zwei Pikachu-Chilla drin. Das kann ich euch mal hier zeigen, wenn wir auch mal zuletzt gefangen gehen. Hier habt ihr nämlich das Pikachu-Chilla von eben, was wir also gerade gefangen haben, in der Nähe von Hildburghausen. Und hier ist ein Ei aufgegangen, da steht dabei Coburg und das ist auch Coburg und das seht ihr auch, wenn ihr runterscrollt. Hier unten ist eben ein Ei zu sehen, 3.2. Coburg, hier auch 3.2. Coburg und bei denen ist dann der Ball dran, die habe ich ja jetzt eben gefangen. Jetzt wollen wir es aber ganz geschickt machen. Ich möchte nämlich, was wollte ich denn machen? Bevor ich jetzt alles durchgehe, was ich heute gefangen habe, habe ich die schon mal markiert, auf die es ankommt, mit 3 Punkten. Wir haben hier also 4 Shinies. Eins ist, glaube ich, mit 98%, das dürfte das hier sein, 372. Das hat 98%, ein 100%iges hat 374. Das zeige ich euch aber gleich noch. Ihr braucht natürlich einen Einhaltstein, um das zu entwickeln. 4 Shinies haben wir bekommen. Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir wollen das jetzt mal entwickeln mit dem Einhaltstein, gleich für den Pokédex-Eintrag auch. Das höchste also, das 98er.
Und das beste normale, nämlich das 100%ige, da hatte ich wirklich Glück, das werden wir natürlich auch entwickeln. Das ist ja interessant. Das ist rötlich und wenn ihr es entwickelt, hat es dann diese normale beige Farbe. Wie ist es dann bei dem Shiny? Ist es dann andersrum? Wenn wir also das jetzt nehmen, das müsste das 100er sein, das entwickeln wir jetzt auch mal. Weil wenn das dann so normal die Farbe behält, dann ist ja der Unterschied bei dem Shiny überhaupt nicht mehr da. Dann seht ihr den Unterschied ja nur vorne bei dem ersten. Was war auf jeden Fall euer IV-stärkstes, was ihr heute bekommen habt? Ich habe von mehreren aber gelesen, dass die eben ein 100er bekommen haben. So selten waren die wahrscheinlich doch nicht. Ich dachte, ich habe Glück gehabt. Gut, das ist das Normale, okay. Können wir auch nochmal bewerten, damit ihr das nochmal seht, dass das auch wirklich 100% sind hier. Dieses Chillerbell wurde am 2.2. in Coburg, Bayern, Deutschland gefangen. Angriff 15, Verteidigung 15, KP 15. Da können wir theoretisch den... Wir zeigen euch mal kurz nochmal den Unterschied. Das also normal und das shiny. Gut, das ist alles ein bisschen dunkler, beziehungsweise so goldig. Ja, nehmen wir mal mit, ansonsten war das jetzt nicht so spektakulär. Ich bin aber zufrieden, die Familie ist auf jeden Fall wieder vollständig, 100% mitgenommen, angeblich jetzt eben auch wild fangbar, außer es handelt sich wieder mal um einen Bug, das werden wir noch erleben. Dann habe ich ja auch noch bei der Spezialforschung, wenn ich einen Stop drehe, müsste auch das von Team Rocket wieder hier erledigt sein. Hier ist ja noch ein Stop zu Hause bei mir, den nehmen wir gleich mal mit. Da habe ich auch gleich den ersten Stop des Tages gedreht, ich habe hier die 3 Tage hintereinander. Ich habe hier die 5 Raids, da kann ich nämlich das Kapitel hier gleich abschließen bei Team Go Rocket. Wir können uns kurz nochmal die Aufgaben angucken, die wir im nächsten Kapitel haben. Wie gesagt, sonst habe ich ja immer für jedes Kapitel eine einzelne Folge gemacht. Aber hier, das ist so ausgelutscht, wir haben das jetzt schon 3-mal komplett gemacht. Ich glaube, wenn ich gegen die Team Go Rocket Bosse kämpfe, die mache ich dann wieder in eine Folge und den Giovanni, wenn man dann also das Raikou bekommt, weil das ist wenigstens interessant, aber die Sachen müsste ja jeder kennen. 6 sehr effektive Ladeattacken, 3 Superliga-Trainerkämpfe, 6 Team Go Rocket Rübel, das nimmt man alles nebenbei mit. Ein was Besonderes habe ich aber auch noch, und zwar bin ich in der Go Battle League jetzt mittlerweile bei Rang 8 angekommen. Bin also aufgestiegen, längste Serie, 8 Stück. Ich habe mir jetzt wirklich den ganzen Tag, habe ich mich belesen und habe geguckt, wie schaffst du es denn mal zu gewinnen? Es geht doch so nicht weiter. Habe mich belesen, habe Pokémon gepusht für die 1500er Liga, habe nochmal getauscht, habe nochmal 2 der Attacken hinzugefügt. Ich habe bei keinem Pokémon bisher 2 Attacken gehabt. Heute habe ich es aber gemacht. Heute bin ich komplett ausgerastet, habe ein paar Viecher noch dazu gemacht. Wenn ihr jetzt PvP eingebt, seht ihr hier, ich habe ein Azumarill hier mit Blubber, Hydropumpe und Knuddler. Dann haben wir hier ein Drobius mit Luftschnitt, Aeroass, Laubklinge. Wir haben hier das Registeel natürlich. Achso, da habe ich noch nichts hinzugefügt, weil ich das in letzter Zeit nicht mehr genutzt habe. Das habe ich die ganze Zeit genutzt. Dann haben wir hier das... Keine Ahnung, wie es gerade heißt. Schreibt mal rein, wie es heißt. Ihr wisst eh wieder Bescheid. Katapult, Flammenwurf, Steinkante. Hier bei dem habe ich auch noch nichts gemacht. Mit dem habe ich sonst immer die Schilde rausgelockt. Beim Altaria haben wir noch Himmelsfeger, Drachenpuls, Feuerodem, PvP. Genau, das habe ich ja die ganze Zeit genommen. Konda und Steigerungshieb, da habe ich jetzt noch Eishieb dazu gemacht. Und was ich richtig genial fand, das hat mir der Gabriel getauscht, also der Krypto Saphir. Und das war das allererste Pokémon, was ich je hatte mit 2 Attacken. Der hat nämlich da selber eine Attacke drauf gemacht, Spukball, hat es die ganze Zeit genutzt. Hat mir dann gesagt, er hat ein Lucario, was unter 1500 hat. Das kann er mir gerne geben, wenn ich das brauche, wenn ich das möchte. Hat mir das rübergetauscht. Damit habe ich die ganze Zeit jetzt erstmal ein paar Kämpfe gemacht. Bin auch erfolgreicher gewesen und ich habe wirklich gemerkt, gerade durch die Auswahl der 2 Ladeattacken war das richtig genial. Ich konnte da wirklich mehr rausreißen, habe deswegen mich dazu entschieden, hier bei ein paar anderen auch noch 2. Ladeattacke hinzuzufügen. Und mein Team, mit dem ich jetzt meistens kämpfe, ist am Anfang eben das Meditalis, um die Schilde rauszulocken und weil das den Angriff schön steigert. Mit Eishieb kann man dann nochmal die Gegner überraschen. Dann habe ich meistens das Drobius drin.
wenn die Gegner Azurill oder so haben, dass man da auch mit den Pflanzenattacken das schön effektiv trifft. Und dann habe ich hier noch das Boltarus, heißt es glaube ich, jetzt habe ich es, das eben auch mit Katapult Steinkante angreift, aber wenn Registil dabei ist, auch mit Feuer angreift und dem ordentlich einheizt. Mit den dreien kämpfe ich momentan, habe vorhin alle 5 Belohnungen abgestaubt. Das war richtig genial. Deswegen bei Rang 7 gibt es ja auch das Wrestling-Outfit. Und das wollen wir uns jetzt noch holen. Dafür gehen wir mal auf Individualisieren, gucken uns das mal an. Unterteile, da müsstet ihr nämlich das hier sehen. Genau das hier ist die Wrestling-Hose. Die ziehen wir uns ja an, um schön anzugeben, dass wir Rang 7 erreicht haben. Wo das Wrestling-Pikachu ist, weiß immer noch keiner. Das sollte es ja auch geben, aber bisher hat es noch keiner entdeckt. Im Endeffekt gibt es das halt erst ab Rang 10 oder irgendwas. Wir zwängen uns jetzt mal hier in das... Oh mein Gott. Das sieht richtig gay aus, aber solange wir den Rucksack anbehalten, kann uns keiner was. Und wollen wir die... Oh mein Gott. Das sieht aus, als hätte der übelst den Latex-Fetisch. Die Mütze ist doch cool. Wollen wir nicht die Mütze aufbehalten und so in Strumpfhosen rumrennen oder wie? Oder wollen wir die Mütze auch noch wechseln? Ich weiß es nicht. Ich finde es eigentlich richtig gay, dass da diese blöden Pikachu-Ohren dran sind. Wenn das ohne die Pikachu-Ohren gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich noch cooler gefunden. Einfach nur so eine Maske. Aber das, das sieht halt trotzdem ein bisschen strange aus. Wir lassen das aber jetzt mal drin zur Feier des Tages, weil wir eben Rang 7 erreicht haben, jetzt schon bei Rang 18 mit dem neuen Team und die Tipps, die es da so gab, auch mit den Zweitattacken, welche Pokémon gut sind, hat geholfen auf jeden Fall. Ich bin jetzt erfolgreicher als die ganze Zeit. Das war es aber von meiner Seite aus, glaube ich. Wir haben die drei Aufgaben hier abgeholt, war leider kein Shiny mehr dabei. Wir haben gezeigt, dass wir ein paar aus Eiern bekommen haben. Wir haben jetzt noch ein paar aus den Aufgaben gezogen. Wir sind im Kapitel bei der Spezialforschung weitergegangen. Wir haben ein Shiny entwickelt, wir haben ein 100er entwickelt. Ich habe euch gefragt, wie viel Shinies ihr bekommen habt und vor allem... War bei euch das Wetter auch so mies, dass es den ganzen Tag regnerisch war und richtig ekelhaftes Wetter? Die meisten Leute sind einfach mit Schirm draußen rumgerannt und haben sich gefreut, damit Pokémon so toll ist. Das aber trotzdem, was ist denn? You come here? Ja, die dreht schon wieder durch. Ich glaube, der will eigentlich schlafen, aber kann nicht, weil ich hier so Lärm mache die ganze Zeit. Aber egal, das war's von meiner Seite aus. Eine kurze Zusammenfassung nochmal von dem Pico Chiller Feldforschungstag und war doch cool. Auf jeden Fall erfolgreicher als Barschwa. Barschwa war ja der erste, den sie damals gebracht haben, aber Barschwa. Ich habe kein einziges Shiny Barschwa auf meinem Account bekommen. Zum Glück bin ich damals mit 3 Accounts rumgerannt und habe auf den 2 Accounts jeweils 1 bekommen, sodass ich mir das überhaupt machen konnte. Trotzdem, die haben da einiges verändert natürlich mit der Zeit. Mehr Aufgaben, mehr Auswahl, mehr Vielfalt und die Shiny-Rate meines Erachtens auch erhöht. Das ist also genial, so kann man es machen, so kann das bleiben. Da kann gerne der nächste Feldforschungstag kommen, der nächste Raid-Tag. Kommt ja auch bald mit Schlurp und der nächste Raid-Boss kommt auch bald mit Boreos, Boldarus, Boreos. Die klingen irgendwie alle gleich, oder? Kann das sein? Genießt also die letzten Tage mit Heatran, auch wenn ihr noch kein gutes habt. Gönnt euch Heatran, ich muss auch noch eins pushen dann, mein Bestes, was ich habe. Das war's aber jetzt wirklich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.